Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Spiel, einer neuen Spielreihe vielleicht sogar. Wir schauen mal. Das nennt sich Hustle Castle und ich mache das Video eigentlich mehr oder weniger aus einem gewissen Anlass. Nicht, weil ich das Spiel jetzt neu in meinem Kanal aufnehmen will, sondern weil es hier, ähnlich wie ich das bei diesem Marvel Contest of Champions gemacht habe, auch Nachfragen gab zu bestimmten Spielinhalten, die vielleicht nicht ganz klar sind. Und zu diesen Spielinhalten gehört jetzt das neueste Update von Hustle Castle, und zwar Helden und Verliese. Und es gibt da so ein paar Unklarheiten. Ich muss sagen, wir haben jetzt Anfang Mai 2019. Dieses Feature ist noch nicht fertig implementiert. Das heißt also, es kann sein, dass sich das nochmal ändert. Wenn da krasse Änderungen kommen, dann mache ich eventuell dann nochmal ein neues Video. Wenn die nicht so krass sind, dann müsst ihr euch halt denken, ah, okay, das ist jetzt nicht mehr aktuell, das hat sich scheinbar geändert. Aber kommen wir mal zu diesem Feature und ich versuche mal zu erklären, worum es eigentlich geht. Helden und Verliese sind keine getrennten Dinge, sondern im Prinzip ist das eine Sache. Es geht um dieses Helden-Feature. Und um das zu erklären, was das bedeutet für dieses Spiel, gehen wir mal in diesen Bildschirm herein, wo man den Helden sieht und was man mit ihm machen kann. Also man kann mit dem Helden im Prinzip zwei Dinge tun. Und das eine sind die Relikte, die seht ihr hier unten, da gibt es eine ganze Reihe von. Das sind noch nicht alle, da kommen noch mehr. Und das andere sind Sternbildfortschritts-Buffs. Wie nennen die das? Talente. Also Relikte und Talente sind also zwei Dinge, die wir haben. Wir gehen mal zuerst auf die Relikte ein. Ihr seht das, man kann bis zu 5 Relikte im aktuellen Stand des Spiels aktivieren, wobei das nicht ganz stimmt. Man kann noch nicht alle 5 aktivieren, aber man kann später scheinbar bis zu 5 gleichzeitig aktivieren. Ihr seht es, ich habe 2 verschiedene. Jetzt könnte ich sagen, okay, ich will ja beide aktivieren. Das geht aber nicht. Wenn ich das anlegen will, muss ich das alte ersetzen. Das liegt an Folgendem. Man kann immer nur ein Relikt aus einem bestimmten Bereich aktivieren. Diese Bereiche, ihr seht das, erlangt ihr, indem ihr auf Sternbilder klickt. Und dann seht ihr hier oben Krieger, Magier, Bogenschütze. Die sehen identisch aus, nur mit anderen Relikten und anderen Talenten. Und ihr könnt immer nur ein Relikt aus Bereich 1 aktiviert haben. Das heißt also entweder das Kriegerrelikt 1, das Magierrelikt Bereich 1 oder das Bogenschützenrelikt Bereich 1. Für den zweiten Slot, der dann hier rechts und links irgendwann freigeschaltet wird, habt ihr diesen Bereich, Bereich 2. Ihr seht, das ist hier so ein bisschen farblich mit so einem Bogen abgegrenzt. Und eines dieser drei Relikte oder eines dieser drei Relikte oder eines dieser drei Relikte könnt ihr dann auf den nächsten Slot packen. Und so weiter und so fort. Also dieser Bereich 3 ist dann der dritte Slot, Bereich 4 ist dann der vierte Slot, Bereich 5 ist dann der fünfte Slot logischerweise. Und somit habt ihr dann quasi aus jeweils einem dieser halbrunden Bereiche sozusagen ein Relikt aktiv. Was ich jetzt nicht sehen kann im Moment, noch nicht testen kann, ist, ob man mischen kann. Also ob ich sagen kann, okay, ich nehme das Kriegerrelikt aus Bereich 1 und das Magierrelikt aus Bereich 2 und meinetwegen ein Bogenschützenrelikt aus Bereich 3. Falls ihr im Spiel schon weiter seid als ich und irgendeinen zweiten Bereich freigeschaltet habt, testet das nochmal bitte und schreibt das in die Kommentare. Sobald ich den Bereich freigeschaltet habe, schreibe ich das natürlich auch in die Kommentare, ob das mischbar ist. So, das heißt also, ihr könnt also, das sind die Relikte, ne? Da habe ich ein bisschen gestottert, aber ihr wisst, was ich meine. Jedes Relikt hat bestimmte Effekte. Welche Effekte das sind, das gehe ich jetzt nicht für jedes Relikt durch. Das kann auch sich nochmal ändern und so weiter und so fort. Was ich euch aber zeigen möchte ist, ihr könnt diese Relikte aufleveln sozusagen. Also ihr könnt die verbessern. Ja? Und zwar, indem ihr mit dieser Währung bezahlt, was die Währung ist und wie ihr die bekommt, da kommen wir gleich noch dazu. Und dann könnt ihr dieses Level hier erhöhen, bis auf maximal Level 8 bei diesem Relikt. Bei meinetwegen diesem Relikt, da geht es auch bis Level 8. Ja? So, und das könnt ihr mit dieser Währung verbessern. Und je weiter ihr das verbessert, ihr seht das, desto besser werden diese Buffs, die ihr durch das Relikt bekommt. Also in dem Fall erhöht sich einfach die Dauer des Effekts. In dem Fall hier erhöht sich auch die Dauer des Effekts und die Wahrscheinlichkeit, mit der der Effekt ausgelöst wird.
Und somit könnt ihr quasi also die Relikte euch aktivieren und verbessern. Wie bekommt ihr ein Relikt? Ihr bekommt ein Relikt über sogenannte Reliktfragmente. Und die wiederum bekommt ihr aus dem Verlies oder aus dem Verlies-Shop. Kommen wir auch gleich dazu, wenn wir aufs Verlies rüber wechseln. Was könnt ihr noch machen? Also wenn ihr diese Reliktfragmente habt, dann könnt ihr hier auf Verbessern drücken, wenn ihr genug von dieser Währung habt, und dann wird das ein Level erhöht. Genauso funktioniert es mit den Talenten. Ihr seht das, wenn ihr ein bestimmtes Relikt freischaltet, kommen hier so gepunktete Linien zu gewissen Talenten, die ihr dann mit diesem Freischalten des Reliktes auch freischaltet. Und die könnt ihr dann auch über diese Währung erlernen, wenn ihr diese Anforderungen erfüllt. Und wenn ihr was erlernt habt, dann auch verbessern. Denn die haben auch bis zu 12 Level in diesem Fall. Und damit könnt ihr natürlich auch verbessern, was das Talent bewirkt. Also ich habe jetzt zum Beispiel hier das Kriegertalent, welches euch Gesundheit gibt. Und das habe ich jetzt schon auf Level 2. Und das will ich wahrscheinlich auf Level 7 machen, weil dann habe ich die 8 Level insgesamt erreicht und dann komme ich in den zweiten Bereich. Ihr könnt aber, ihr müsst euch nicht entscheiden, also ihr könnt mit der Zeit könnt ihr dann, je mehr von dieser Währung ihr generiert und sammelt, könnt ihr alles dann hochpushen. Und ihr könnt auch die ganzen Talente aus den anderen Sternenbildern hochpushen. Und jetzt kommt der wichtigste Unterschied von den Talenten im Vergleich zu den Relikten. Bei den Relikten könnt ihr aus jedem Bereich immer nur eins aktiv haben. Das heißt also, ihr habt entweder das Kriegerrelikt aus Bereich 1 oder das Magierrelikt aus Bereich 1. Aber die Talente, die sind gleichzeitig aktiv. Das heißt also, wenn ihr das Kriegerrelikt freigeschaltet habt, das habt ihr von Anfang an freigeschaltet, könnt ihr diese Talente erlernen. Wenn ihr das Magierrelikt freigeschaltet habt, könnt ihr diese Talente erlernen. Ihr seht das hier beim Bogenschützen. Da kann ich diese Talente noch nicht erlernen, weil ich das noch nicht freigeschaltet habe. Das heißt also, da ihr die Talente immer nutzt, egal welches Relikt aktiv ist, solltet ihr dennoch versuchen, alle Relikte zu bekommen, damit ihr alle Talente nutzen könnt, freischalten könnt und hochleveln könnt. Ihr seht das im Bereich 2, zeige ich euch das mal. Zum Beispiel diese hier benötigen das Banner des Mutes. Das heißt, ihr müsst dieses Banner des Mutes erstmal haben, damit ihr das hier unten erlernen könnt und genauso das hier oben. So, wenn ihr diese beiden erlernt habt, seht ihr Meister der Verteidigung, das ist das hier unten. Wenn ihr das erlernt habt, dann könnt ihr erst dieses Relikt erhalten. Ne? Also selbst wenn ihr die Fragmente habt, könnt ihr das nicht erhalten, wenn ihr nicht den Meister der Verteidigung habt. Mit anderen Worten, ihr müsst dieses Relikt bekommen, dieses Talent freischalten, um das Relikt bekommen zu können, um wiederum dieses Talent freischalten zu können. Also ihr müsst euch hier so quasi so im Zickzack durcharbeiten und genauso läuft das dann hier in dem Bereich. Hier in dem ist es natürlich dann nur noch ein Talent, was dazukommt, und hier ist es nur noch das Relikt. Also hier hinten ist das nicht mehr so, sagen wir mal, kompliziert, aber hier vorne schon. Das heißt mit anderen Worten, im Prinzip ist es so, dass ihr wirklich alle Relikte haben wollt, um alle Talente freizuschalten, weil die Talente parallel aktiv sind. Und wie weit ihr mit euren Talenten seid, seht ihr in diesem Kreis. Ihr seht das hier, ist so eine kleine rote Ecke. Und die ist erst gekommen, als ich das Level von dem Talent erhöht habe. Das heißt mit anderen Worten, je höher ihr in diesem Talentfortschritt seid, in diesem Sternbildfortschritt, desto roter oder desto animierter wird dann der entsprechende Bereich von diesen drei Teilen. Und ihr könnt dann halt hier sehen, wie viel von diesen ganzen Buffs, von diesen ganzen Talenten ihr habt und auf welchem Level. Ihr seht dann immer hier Level 2 von 12 und so weiter. Das seht ihr dann hier auch. Und hier auch noch nicht erhalten und so weiter. Also, nochmal kurz zusammengefasst für den Helden. Ihr könnt aus jedem Bereich nur ein Relikt aktiv haben. Ihr braucht aber trotzdem alle Relikte, um alle Talente freizuschalten. Denn ihr könnt parallel alle Talente aktiviert haben und pushen. Also euer Held, die Talente eures Helden könnt ihr quasi immer aktiv haben, immer pushen. Dafür braucht ihr das Relikt, um das Talent freizuschalten. Das heißt also, alle Relikte freischalten. Ihr könnt aus jedem Bereich nur ein Relikt aktiv haben. Das heißt, der Relikteffekt kann nur bis zu 5 Relikteffekte können aktiv sein. So, ich hoffe, das war halbwegs verständlich erklärt. Ich denke aber schon. Also Relikte, nur 5 aktive,
Talente alle aktiv. Damit alle Talente aktiv, alle Relikte haben. Müssen nicht aktiv sein, aber müssen da sein. Okay. Jetzt habe ich darüber philosophiert, dass ihr Relikte haben sollt, dass ihr Relikte hochpushen sollt, dass ihr Talente freischalten sollt, dass ihr Talente pushen sollt, hochleveln sollt. Und für alles von diesen Punkten braucht ihr diese Währung. Ihr könnt hier oben immer drauf drücken, dann kommt ihr zu dem entsprechenden Teil. Und zwar gibt es drei verschiedene Währungen im Prinzip. Es gibt die Kriegerwährung, die Magierwährung und die Bogenschützenwährung. Wie bekommt ihr die? Die bekommt ihr im Verlies. Das Verlies ist ein weiterer Teil, der mit diesem Patch kam. Das findet ihr hier unten rechts. Wenn ihr da drauf tippt, landet ihr in dieser Oberfläche. Wie das Verlies selber funktioniert, dazu kommen wir gleich. Gehen wir erstmal dazu, wie kommen wir an diese Währungen. Ihr habt ja gesehen, man braucht also Kriegerwährung, Magierwährung oder Bogenschützenwährung. Wenn ihr hier mal schaut, diese blau, episch, legendär Dinge, die sagen nichts über irgendeinen Rabatt aus. Also das ist tatsächlich hier genau derselbe Wert. Also ihr könnt auch immer hier vorne kaufen oder immer hier hinten. Das ist vollkommen egal. Ihr solltet einfach gucken, was ihr gerade braucht, um das nächste zu pushen oder freizuschalten, was ihr haben wollt. Also es ist egal, welchen der drei Knöpfe ihr benutzt. Momentan noch, vielleicht gibt es irgendwann mal Rabatt, ich glaube es aber nicht. So, also ihr seht es, ihr könnt also hier jeweils für 10.000 von diesem Äther, heißt das glaube ich, die entsprechende, oder für 2.500 oder 500, die entsprechende Währung kaufen. Oder ihr kauft euch Reliktfragmente. Hier oben gibt es random Reliktfragmente und hier unten gibt es, könnt ihr euch für Diamanten, könnt ihr euch ganz konkrete Reliktfragmente holen. Hier in dem Fall zum Beispiel jetzt den Ankh. Also vom Ankh ein Reliktfragment. Zeige euch das nochmal. Oder kann man hier direkt über einen Shortcode gehen? Gucken wir doch mal, ob das direkt funktioniert. Wäre nämlich sehr hilfreich. Also. Ne, schade. Hier fehlt leider dieses I, damit ihr direkt in der Oberfläche landet. Also das Ankh ist ein Krieger aus dem Kriegersternbild. Hier dieser Ankh. Und den, um den freizuschalten, bräuchtet ihr drei Fragmente. 3x 150 sind 450 Diamanten. Ich mache das jetzt nicht, weil mir fehlt noch Level 1 Schurke. Und um Level 1 Schurke zu bekommen, das ist hier, brauche ich auch Level 1 Banner des Mutes. Das heißt also, mir fehlt einfach noch viel zu viel, als dass sich das jetzt lohnen würde, sich für Diamanten zu kaufen. Was sich überhaupt lohnt zu kaufen, dazu kann ich jetzt oder möchte ich jetzt eigentlich noch keine konkrete Aussage treffen. Also ob es sinnvoller ist, diese Sternbildmarken zu kaufen von dem Äther oder ob es sinnvoller ist, diese Reliktfragmente von dem Äther zu kaufen. Das hängt so ein bisschen davon ab, oder es hängt eigentlich komplett davon ab, wie weit ihr im Verlies selber kommt. Also das Verlies, wir gehen da gleich mal rein und machen mal eine Runde zusammen. Das Verlies selber hat quasi einen Fortschritt, also verschiedene Stufen mit einem Endboss oder mit mehreren Bossen. Und je nachdem, wie weit ihr kommt, ihr müsst das nicht abschließen. Ich habe es auch noch kein einziges Mal geschafft. War nahe dran, aber hab's noch nicht geschafft. Und je weiter ihr kommt, desto mehr Äther bekommt ihr. Aber erst beim Boss bekommt ihr tatsächlich dann eine richtige Belohnungskiste. Und in der Belohnungskiste sind dann Reliktfragmente und andere Sachen drin. Und bis jetzt ist es so, da ich noch nicht bis zum Ende komme, investiere ich meinen Äther komplett in diese Sternbildmarken, um meinen Helden zu pushen, also um die Relikteffekte zu verbessern und vor allen Dingen um die Talente zu verbessern. Denn durch die verbesserten Talente kriegen eure Krieger und Bogenschützen und Magier Buffs. Und mit Hilfe dieser Buffs werden sie stärker und damit kommt man natürlich weiter im Verlies. Wenn ihr irgendwann mal den Punkt erreicht, dass ihr ein Verlies immer abschließt, dann bekommt ihr ja diese Sternbildmarken, soweit ich das verstanden habe, auch als Belohnung. Dann müsst ihr den Äther eventuell gar nicht mehr da rein investieren, sondern dann ist er vielleicht besser in den Reliktfragmenten investiert. Denn davon braucht ihr später immer mehr und mehr, um diese Relikte, um die Relikteffekte zu verbessern. Genau, also das dazu. Also worein ihr investiert, das müsst ihr eigentlich für euch entscheiden. Ihr müsst gucken, was bringt euch im Moment am meisten. Bringt es euch im Moment am meisten, irgendein Talent zu pushen? Dann kauft euch diese entsprechenden Sternbildmarken. Oder ist es für euch sinnvoller, Reliktfragmente zu farmen, weil ihr halt hier unten diese
diese Diamanten nicht ausgeben wollt, was ich verstehen kann, dann, dann steckt das in diese Random Relikt-Fragmente. Ich zum Beispiel habe schon ein Relikt hier unten gekauft mir mit diesem Teil, weil ich mir gesagt habe, ich zeige euch auch welches, ihr habt am Anfang habt ihr nur das Krieger-Start-Fragment. Und ich habe im Shop das Magier-Start-Fragment gehabt. Und da habe ich mir gesagt, okay, das investiere ich, denn dann bekomme ich direkt Buffs für meine Magier. Und ihr werdet sehen, im Verlies selber, wir gehen da jetzt sofort rein und starten mal eins, sind Krieger und Magier aktuell das Nonplusultra. Also das, was ihr benutzen wollt. Ich will Loki nicht mitnehmen und dafür noch ein Heal. Ihr braucht hauptsächlich Heiler, Beleber, Tanks im Moment. Und gucken wir mal, ob irgendjemand hier mitmachen will. Ich mache mal aufs Clan. Zack. Weil die Gegner sehr, oder weil die Stages sehr, wie soll man sagen, die Gegner haben viel Leben, viel HP und da bringen euch DDs nicht so viel, weil die auch relativ viel Schaden machen und ihr sterbt schneller, als ihr sie tötet. Das heißt also, im Moment ist es so, zumindest in meinem Stand, wie das aktuell der Stand ist, von meinen Kriegern und Magiern und Bogenschützen, dass es besser ist, dafür zu sorgen, dass meine Krieger überleben und sich mehr selbst heilen, als der Gegner Schaden macht und dann halt den Gegner langsam quasi tötet. Aber dafür selber überlebt, damit ich möglichst alle Krieger für die nächste Stufe übrig habe. Weil wenn einer tot ist und ihr geht in die nächste Stufe, könnt ihr den nicht mehr dort wiederbeleben, dann ist der weg. Also ähnlich wie in der Edelsteinbucht. Ne, wenn ihr da also einen Helden oder einen eurer Kämpfer verliert, dann ist er in der nächsten Stufe nicht mehr da. Und genauso ist es hier auch. Deswegen müsst ihr dafür sorgen, ähnlich wie in der Edelsteinbucht, dass ihr einfach, wenn in dem Moment, wo der Kampf zu Ende ist, all eure Kämpfer noch am Leben sind. So, hier will jetzt scheinbar keiner mitmachen. Okay, dann gehen wir einfach in Random. Bei Random kann ich überhaupt nicht empfehlen. Also einen zufälligen Mitspieler suchen kann ich bisher null empfehlen. Bisher habe ich nur Deppen gehabt, die es nicht hinbekommen haben, die richtigen Wege zu wählen und so weiter. Aber jetzt könnten wir ja vielleicht ein bisschen Glück haben. Paul ist Level 37 und hat nicht so den hohen Dings. So, wir sind auch der Anführer. Ihr müsst mal gucken, wer diese Krone hat. Der ist auch der Anführer und der entscheidet, wo es lang geht. So, dann gucken wir mal. Ich versuche immer mit dem leichtesten anzufangen. Das ist, glaube ich, nicht so schwierig. Und dann wählt ihr euch möglichst einen Tank, einen Wiederbeleber und einen guten Heiler und hofft, dass euer Mitspieler das Gleiche macht. Wie viele hier ihr an euren Kämpfern auswählen könnt und wie viele der Mitspieler auswählen kann an Kämpfern, das unterscheidet sich von Level zu Level. Und das ist auch manchmal so, dass mein Held genommen wird, manchmal der Held vom Mitspieler genommen wird. Also das ist vollkommen unterschiedlich, da könnt ihr auch keinen Einfluss drauf nehmen. Da müsst ihr einfach euch dann absprechen, am besten über den Chat, wer was mitnimmt. Und dann hofft ihr, wie ihr das jetzt hier seht, dass ihr die Gegner ganz gut dezimiert, dass euer Leben oben bleibt und dass ihr die Stage möglichst ohne Verluste schafft. Die Stage besteht jetzt aus drei einzelnen Stufen. Das kennt ihr alles aus dem Portal und aus der Edelsteinbucht. Im Prinzip ist es eine Mischung aus Portal und Edelsteinbucht so ein bisschen. Ihr könnt auch hier, ihr seht es, keinen Einfluss auf den Kampf nehmen. Also ihr könnt keine Buffs benutzen, also keine aktiven Buffs. Ihr könnt der Buff von eurem Helden wird auch automatisch ausgelöst, den könnt ihr also auch nicht steuern. Und das solltet ihr immer beachten, bevor ihr ins Verlies geht. Welches Relikt nehmt ihr auf eurem Helden mit? Und jetzt würde ich sagen, gehen wir direkt hier hin.
Genau, welches Relikt nehmt ihr auf eurem Helden mit und welches Relikt, also vor allen Dingen macht es Sinn, macht der Relikteffekt auch Sinn, wenn ihr ihn nicht steuern könnt? Ne? Also wenn der automatisch ausgelöst wird. Es steht bei jedem Relikteffekt nochmal unten drunter, wenn der Held passiv ist, also nicht aktiv benutzt werden kann, der Relikteffekt, dann wird er in dem und dem Moment ausgelöst. Und das solltet ihr immer beachten, ob das in irgendeiner Art und Weise Sinn für diesen Kampf gibt. Bei zum Beispiel dass der Kriegereffekt, der reduziert die magische Rüstung und Rüstung der Gegner auf 0. Das heißt, der Gegner ist schneller tot. Und das macht der Held immer, sobald das Ding ready ist. Also sobald der Cooldown von 6 Sekunden abgelaufen ist. Also er hat es jetzt ausgewählt, jetzt gehen 6 Sekunden Cooldown vorbei und dann kommt es normalerweise automatisch sofort wieder. Habt ihr gesehen? Da ist es wieder. So, der Kampf läuft jetzt ziemlich beschissen. Das hätte ich echt nicht gedacht. Der Heal war in dem Moment stärker. Und ihr müsst versuchen, diese verschiedenen Stufen, die es hier gibt, irgendwie auswendig zu lernen, sage ich mal. Jetzt wäre zum Beispiel meine Assassine ganz gut. Ich habe gar nicht mehr so viel zur Auswahl. Wo war ich stehen geblieben? Ah ja, genau, mit den Relikteffekten. Der Relikteffekt vom Magier zum Beispiel, der verhindert für ein paar Sekunden, dass die Magier ihre Effekte auslösen können. Das heißt, wiederbeleben und heilen. Schaden machen sie weiterhin mit ihren normalen Angriffen, aber sie können für ein paar Sekunden weder wiederbeleben noch heilen. Dieser Effekt, meiner Meinung nach, ist aber nur sinnvoll, zu einem bestimmten Moment zu verhindern. Nämlich in dem Moment, wo einer von den Gegnern stirbt, das Wiederbeleben zu verhindern, damit ihr einfach den überrennen könnt und den Wiederbeleber sozusagen tötet, bevor er wiederbeleben kann. Das ist zumindest mein Gedankengang daran. Und wir schaffen diese Stage nicht, weil der einfach zu krass heilt und wiederbelebt. Und das meinte ich halt, also hier wäre wahrscheinlich irgendwas gut gewesen, wo man sich hinter den Gegner teleportiert und den von hinten killt. Und wenn ihr alle eure Helden aufgebraucht habt, dann könnt ihr die wiederbeleben. Entweder ihr habt so eine Wiederbelebungsrolle als Belohnung bekommen oder ihr wollt Kristalle ausgeben oder ihr lasst es und beendet eure Reise. Dann kommt ihr nochmal eine Abfrage, drückt ihr ja und fertig. So, die Werbung, Mist, die wollte ich euch jetzt eigentlich nicht zeigen. So funktioniert das Verlies, beziehungsweise ihr habt es gesehen, so funktioniert es eigentlich nicht. Das war ein ziemlich schlechter Run. Das war blöd gemacht. Das hätte man ganz anders machen können, aber ich war jetzt auch nicht konzentriert, sondern ich wollte euch eigentlich nur zeigen, wie das funktioniert. Und ihr habt das gesehen, für jede Stufe, die ihr bestreitet, bekommt ihr diese Währung, diesen Äther. Und mit diesem Äther, kauft ihr euch dann quasi das, was ihr braucht, also Reliktfragmente oder diese Währung, womit ihr eure Talente pushen könnt. Und das ist es auch schon. Also das war jetzt doch relativ lang, das Video, weil sich das Verlies so ein bisschen hingezogen hat, weil das nicht ganz so schnell geht. Vielleicht, was es noch zu sagen gibt, ihr bekommt, wenn ihr den Boss besiegt, Kisten, und in diesen Kisten können Fackeln sein, und wenn ihr dann mit Fackeln dieses Verlies bestreitet, dann habt ihr die Chance auf eine weitere Kiste. Beziehungsweise bekommt ihr auf jeden Fall eine Kiste am Ende als Belohnung. Also mindestens eine, wenn nicht sogar zwei, worin dann wieder Fackeln sein können, womit ihr das Verlies dann wieder bestreiten könnt. Also wenn ihr das Verlies dann wirklich abschließt, wenn ihr wirklich stark genug seid mit eurem Trupp, das Verlies, den Endboss immer zu besiegen, dann bekommt ihr immer wieder Fackeln und könnt das dann quasi for free machen, dann braucht ihr keine Nahrung mehr. Bis dahin müsst ihr erstmal ziemlich viel Nahrung investieren. Okay, dann würde ich sagen, ich hoffe, ihr habt das irgendwie verständlich erklärt. Wenn ihr noch Fragen habt, gerne in die Kommentare oder addet mich bei Line, fragt mich auf Line eure Fragen, aber in den Kommentaren ist es natürlich besser, denn das ist es für alle sichtbar. An der Stelle vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao.